Seit mehreren Jahren erstrahlt das ehemalige Kitzbüheler Krankenhaus in neuem Glanz. Und zwar in Form des Kitzbüheler Gesundheitszentrums. Zahlreiche Ärzte aus den verschiedensten Fachbereichen sowie diverse Gesundheitsdienste haben sich hier niedergelassen. Und jetzt sind wieder zwei neue Ärzte dazugekommen. Wir treffen uns aber vorab mit dem Geschäftsführer des Kitzbüheler Gesundheitszentrums, mit Arthur Gruber. Ich bin der Geschäftsführer vom Gesundheitszentrum Kitzbühel. Und ich bin seit Ende 2009, wie das Krankenhaus geschlossen worden ist, eben dazu da, dass man das Gesundheitszentrum vom Krankenhaus in ein Gesundheitszentrum mit vielen Ärzten umwandelt. Wir haben inzwischen über 30 Mieter im Haus herinnen, insgesamt 12 Ärzte hier. Davon sind 5 Kassenärzte da, der Rest sind Wahlärzte. Wir haben Physiotherapeuten, wir haben Psychologen, wir haben also medizinische Fußpflege, wir haben Kinesiologie da, wir haben auch Beratungsstellen da für Lernhilfen und von Entwicklungsstörungen. Beratungen, Krebsberatung zum Beispiel, das ist ein großes Thema auch. Also großes Angebot, wirklich sehr großes Angebot. Als erstes werden wir nun Dr. Bernhard Heindl, dem Facharzt für Innere Medizin, einen Besuch abstatten. Herr Dr. Heindl, wie sind Sie zur Medizin gekommen? Warum sind Sie Arzt geworden? Das mag eine gewisse familiäre Erkrankung gewesen sein, weil schon der Großvater Arzt war, der Vater war Arzt und das hat mich schon angesteckt in jungen Jahren, also so um das 10. Lebensjahr, dieser Berufswunsch. Wie hat es Sie letzten Endes in unsere Region und nach Kitzbühel verschlagen? Durch einen Zufall 2006, durch eine Bewerbung an der Inneren Medizin in St. Johann. Die Innere Medizin umfasst eigentlich die gesamten Organe des Menschen, also den Gastrointestinaltrakt, die Lunge, das Herz, auch die Gelenke. Also innere Medizin kann man von oben nach unten abarbeiten. Das ist von der Lunge über das Herz, über die Organe des Bauchraums. Ich habe zuerst mit der Diabetologie begonnen in St. Johann und habe mich dann der Rheumatologie und der Gastroenterologie zugewendet. Ich habe dann noch eine Zusatzausbildung für Gastroenterologie und Hepatologie, das heißt eine Spezialisierung für Leber-Darm-Erkrankungen. Zu Ende meiner hundertprozentigen Tätigkeit in St. Johann habe ich dann eben die Rheuma-Ambulanz, die GE-Ambulanz und die Ambulanz für Diabetes geführt. Und das kann man durchaus als meine Leidenschaft ausweisen. Welcher Patient kommt klassischerweise mit welchen Beschwerden zu Ihnen? Also wir decken ein sehr breites Spektrum ab. Das heißt von Gelenksbeschwerden über Herzbeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden, auch Erkrankungen der Lunge. Wir können den Patienten umfassend betreuen. Also man kann es gar nicht zuordnen, also in eine Gruppe. Dr. Bernhard Heindl ist aber nicht der einzige neue Facharzt hier im Gesundheitszentrum. Weiter geht's nun zu Ortho Plus, zu Dr. Martin Raffainer. Sie sind Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie. Ihre Praxis heißt Ortho Plus. Was genau bedeutet das? Ortho Plus steht für Plusenaktivität. Das heißt, Ziel ist, die Behandlungszeiten zu verkürzen, dem Patienten einen raschen Wiedereintritt in Arbeit und Sport zu ermöglichen. Ortho Plus steht für ein Netzwerk von Spezialisten für den Bewegungsapparat. Es gibt Niederlassungen in München und in Bozen und jetzt auch in Kitzbühel. Also ich decke jetzt relativ einen großen Umfang ab. Ich biete für ältere Patienten mit degenerativen Problemen Behandlungen gerne an, aber auch junge Patienten mit Sportverletzungen. Dadurch, dass ich eben beide Fächer abdecke, kann ich da ein relativ großes Spektrum anbieten. In der Praxis kann ich Infusionstherapien, Infiltrationen, Abklärungen durchführen. Operative Eingriffe werden von mir entweder in der Privatklinik Cosane in Wörgl durchgeführt. Dort bin ich Belegarzt. Dort kann ich dem Patienten akute Termine anbieten. Aber ich bin auch nach wie vor als Teilzeitkraft im Krankenhaus in St. Johann angestellt und kann für meine Patienten auch dort die Infrastruktur nutzen. Mein Spezialgebiet ist die Schulterchirurgie. An der Schulterchirurgie fasziniert mich, dass es sich hierbei um eine sehr junge Chirurgie handelt. Das heißt, da ist in den letzten Jahren ein großer Fortschritt vorangegangen. Ich habe im Bezirk als einer der ersten begonnen mit knopflochchirurgischen Eingriffen am Schultergelenk und führe diese jetzt schon seit vielen Jahren routinemäßig durch.
allgemein zum Gesundheitszentrum Kitzbühel. Welche Vorteile bringt so ein Ärztehaus? Welche Vorteile bringt das Gesundheitszentrum Kitzbühel den Patienten? Für meine Patienten bringt das den Vorteil, dass ich modernste Bildgebung im Haus habe mit Magnetresonanztomographie-Untersuchungen, Computertomographie-Untersuchungen. Ich habe aber auch einen Internisten im Haus, Neurologen. Im Haus sind mehrere Physiotherapeuten. Also man kann da sehr gut zusammenarbeiten. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell man sich eigentlich eingelebt hat. Und man kann sich jetzt einen anderen Tätigkeitsbereich, also auf einem anderen Ort, gar nicht mehr vorstellen. Das Gesundheitszentrum Kitzbühel hat sich in den letzten Jahren ganz hervorragend entwickelt. Viele Ärzte aus den verschiedensten Bereichen, kurze Wege und unterschiedlichste Kooperationen der Ärzte untereinander machen diese Einrichtung in Kitzbühel zu etwas wirklich ganz Besonderem.